Ich dachte mir, ich spiele mal die Beta von Rollercoaster Tycoon World. Dieses Wochenende gab es ja das erste Beta-Wochenende. Ich habe RCT1 gezockt, 2, 3 und das 3er vor allem zum Umfallen. Und das 3er wurde erst richtig gut durch CSU erweckt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Rollercoaster Tycoon World wird. Ich meine, es ist erst eine Beta-Version. Im 10. Dezember soll es, glaube ich, rauskommen. Und diese Beta soll sich hauptsächlich mit dem Coaster-Building beschäftigen. Was ich eh am spannendsten und wichtigsten auch finde. Also bin mal gespannt. Ich habe es noch überhaupt nicht probiert, auch noch gar nicht reingeschaut. Das ist jetzt das erste Mal. Lädt schon mal ein bisschen. Okay. Oh, mit Steuerung kommt man so rum. Wie komme ich denn vorher nicht mit ziehen, wie es früher war? Ah, mit WASD kommt man vor und zurück. Also die Bäume schauen jetzt noch nicht so geil aus, aber mal schauen. Warum kann ich denn nicht einfach mit der Maus langziehen? Wäre viel schöner. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. So, und was haben wir denn hier? Dauernd läuft der Zeit. Wetter. Freecam. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Aber okay. Wieder zum Beschleunigen der Zeit. Schaut ja schon mal ganz ordentlich aus, was es alles an Möglichkeiten gibt. Shift und Mausspiel. Ja, wahrscheinlich einfach langziehen. Okay, und die kann man jetzt hier einfach so in alle Richtungen machen. Es ist nicht mehr auf die Kästchen beschränkt wie in Rollercoaster Tycoon 3. Es sind hier schon Leute, aber die sind noch nicht eingefügt. Die sind noch durchsichtig, haben noch keine Texturen. Okay. Also ich finde die Texturen vom Gebäude, die gehen schon. Die Bäume schauen halt grauselig aus. Die Figuren, ja. Mal schauen. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wie kann ich so eine Kurve machen? Vielleicht mit Alt. Achso, ist immer noch ein bisschen. Ich würde gerne wieder raus. Ah, mit Rechtsklick. Ah, man kann gleich sofort einen großen Weg machen. Ich baue jetzt erstmal hier überhaupt nicht nach System. Einfach mal, um auszuprobieren. Oder so einen großen Weg. Das ist schon mal ganz schön, um gleich am Anfang das wieder so eine Allee zu machen. Mit verschiedenen Shops oder so. Wie es in echt halt auch ist. Machen wir uns einen Anstieg hier rein. Und wegmachen hiermit. Kann man auch wieder ziehen. Ein Feld ziehen geht wahrscheinlich nicht. Muss man selber klicken. Aber ich meine, das findet man alles noch raus. Geschäfte haben sie jetzt gar nicht und Fahrgeschäfte auch nicht. Also Shops und Fahrgeschäfte kann man in dieser Beta noch nicht bauen. Ja, dann baue ich einfach mal direkt eine Achterbahn. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, was da alles geht. Probiere ich mal gleich einen normalen Hypercoaster. Und es wird Nacht schon ziemlich schnell. Hoppala. Mit verschiedenen Stationen. Das ist auch ziemlich schön, finde ich. Gab es in Rollercoaster Tycoon 3 nicht, die musste man komplett selber bauen. Ich hoffe, das geht auch noch, aber es ist schön, wenn mal wenigstens realitätsgetreue Stationen vorhanden sind. Sowas hier ganz normales. Die hier schaut auch mal ganz ordentlich aus. So, wie kann ich es denn drehen? Ich habe das gar nicht mehr drauf. Das 3 habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Früher zum Umfallen. Oder kann ich es erst bauen und dann drehen? Nein, es geht direkt. Oh, es geht direkt los. Aber kann ich jetzt nur so bauen mit dem Tool oder kann man auch einfach wieder jetzt sagen, man will eine halbe Kurve oder eine ganze 180 Grad, je nachdem. Weil so wird es ja dann schon komplett frei.
dass man es schon auch ans Raster-Modus anpassen kann, aber dann halt, je nachdem, wie man es halt mag, individuell. Also man kann auf jeden Fall wirklich so biegen, wie man es möchte. Ja, dann mache ich jetzt halt hier eine blöde Kurve. Warum kann ich die jetzt nicht bauen? Das ist zu knapp. Zu eng dann. Ah, die ist zu eng und dann muss man... Okay. Das heißt gelb. Vielleicht zu hohe Gehkräfte, aber nicht in dieser Kurve. Machen wir mal, schauen wir mal, dass es weiß ist, so. Ah, ich muss mich noch dran gewöhnen, wie ich hier rumkomme. Das geht jetzt aber schon leicht hoch. Kommen die da überhaupt hoch? Dann, ich will es mal wieder wegmachen. Dann kann man den ganzen Coaster wieder wegmachen. Ich will eh drehen. Wie kann ich den drehen? Ah. Nein, doch nicht. Shift und das Maus hat das ist genau. Okay. Da stehen die gerade da, das ist ja schon mal ganz schön. Damit man das auch schön gerade machen kann. So. Wo geht's los? Auf der Seite. Nein, auf der anderen. Hier. Jetzt will ich aber gleich mal nach oben. Das geht. Mit dem Shift und Mausrad wieder. Es wird aber schnell dunkel. Komme ich denn mit der Kamera mit? Oh, 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 also irgendwie ist es noch ein bisschen schwierig. Aber ich denke, da gewöhnt man sich dran. Ich will aber einfach einen schönen Geraden. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man jetzt seine Freiheiten hat, aber der Lift-Hill soll trotzdem schön gerade sein, wie es halt ist. Aber wie kann man... Vielleicht mit Leertaste Steuerung macht es... Ist nur die Bewegung hier. Alt vielleicht. Tab. Ah, mit E und Q kann ich hier auch schon im Kreis die Kamera bewegen. Das ist doch mal was Schönes. Im Rastermodus mit G habe ich den angemacht. Ah genau, jetzt kann ich es nämlich sehen. Hier kann ich es ans Raster anpassen. Das ist doch gut. Einfach mal ein bisschen rumprobiert. Sehr gut. So, schauen wir mal, was ist möglich? Wie steil kann der Lift sein? Wollen wir noch ein bisschen höher? Machen wir schon was gleiches Großes. Ah, nicht so rum. Warum will jetzt... Okay. Ich will keine Kurve, ich will einfach nur gerade hoch. So, das 50 Meter reicht doch fürs Erste. Schauen wir mal, dass man das noch steiler. Ab dann will er nicht mehr, dann macht er die Kurve. Okay, so geht. Und ist das jetzt schon automatisch ein Lift-Hill? Ne, das müssen wir jetzt dann noch irgendwie drücken, schätze ich. Sehr schön. Catwalk passt auch, den gab es früher auch noch nicht. Wobei der schon ein bisschen steil ist. Aber okay. Jetzt kann ich hier wieder drückklicken und es geht weiter. Nein, ich will es nicht verändern. Oh. Wo bin ich? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zurück, 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 zurück. Warum ist jetzt das Raster ganz woanders? Ja, dann mach halt einen blöden. So, wie kann ich denn jetzt weiterbauen? Ich will einfach nur weiterbauen. Ah, hier kann man entscheiden, wie schnell es nach oben gehen soll, wie schnell sich die Kette bewegt. Hier kann ich... Aha. Okay, das muss ich mal schauen später. Blockbremsen, normale Bremsen... Und Geschwindigkeitsräder. So, und jetzt... Nein, 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 nein. So. Ich will jetzt aber weiterbauen. Ja, ich klicke, dass es
baut und dann... Wie geht's weiter? Ich bin echt so doof. Oh, das ist cool, man kann jeden Sitz einzeln verändern. Farben genau. Ja, einen schönen Test natürlich. Aber man kann dann nicht herumklicken währenddessen. Ja, jetzt würde ich trotzdem gerne weiterbauen. Bin ich jetzt echt zu blöd dafür gerade? Hä? Ich habe jetzt unten auf die Stütze geklickt. Na gut. So, dann machen wir nämlich einfach mal... wie kann ich Shift halten und Maus da drunter für runter? Und wie kann ich jetzt... Kann ich da einfach... Wenn ich das jetzt klicken will, kann ich so drehen. Aber muss ich dann währenddessen dahin? Ach nee, ich kann mit 1 und 2 wahrscheinlich. Ja, natürlich mit den Maustasten. Mit den Tastaturtasten geht's auch. Aber 1 ist immer gewählt. Oder... Kapier's jetzt nicht. Die 1 will er hier nicht weg. Oder? Jetzt mit der Maus geht's aber, wenn ich Tastatur drücke. Dann bleibt immer das andere. Aber ist egal. Ist ja Beta. So. Dann will ich jetzt erstmal hoch und runter. Mach hier erstmal so eine schöne... Ich will jetzt aber gerne wieder ganz rum. Warum bin ich jetzt mit der Maus da weg? Nochmal neu. So. Ganz rum. Ganz rum, ganz rum, ganz rum. Und dann Shift halten und ganz runter. Und jetzt die 2 drücken und das Eindingsen eindrehen. Gelb heißt wohl trotzdem, dass es noch zu arg ist. So. Und wie kann ich jetzt wieder weiterbauen? Ich weiß nicht genau, was ich drücke, damit ich weiterbauen kann, aber okay. Ach, ich mache in die andere Richtung. Ich sehe hier, das ist ein bisschen unscharf. Es ist aber ein bisschen stark schräg geworden unten. Kann ich das jetzt wieder vielleicht hier an der Stelle doch nicht ganz so steil am Ende machen? Ich würde es nur gerne hier am Ende machen, dass es nicht 90 Grad hier rausgeht. Das ist ja ein bisschen... Also nach unten soll es natürlich wieder gerade werden, und zwar früher. Das ist ja sonst auch kein angenehmes Fahrgefühl. Aber ich kann es nachträglich jetzt nicht mehr hin und her schieben. Das denke ich. Oder? Jetzt hat. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Den grünen müssen wir mal drücken. Jetzt gerade. Da! Ah! Hilfe! Warum? Oh Gott, was mache ich denn jetzt, ey? Nochmal alles weg hier. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich will nur ein bisschen was vom Coaster weg haben. So. Ist jetzt die Kurve hier eingedreht? Nein. Wahrscheinlich muss ich die als zwei Stücken bauen, weil jetzt ist sie ein gesamtes Stück. Jetzt mache ich die nochmal entfernen. Drücke drauf. Sag mal, ich mache hier nur die erste Hälfte. Das ist schon echt ein bisschen schräg, so. Warum ist jetzt eigentlich... Das fällt immer da hinten dann. Das sollte ja unterm Coaster sein, mein Raster. Das ist schon... Es ist schon wirklich irgendwie ein bisschen beschissen. So, jetzt mache ich hier den ersten auf 26 Meter. Und dann... Aber der ist jetzt total flach. Wie kann ich denn jetzt verändern, wie steil der wird? Aha. So, konnte ich das machen?
Ah, genau, mit der 4. So. So schaut's doch gut aus. Jetzt nochmal die 2. Schön auf 60 Grad, ja. Und jetzt machen wir einfach weiter. Ich will jetzt einfach... Ah, ich klicke da einfach ins Feld. Ich sage jetzt einfach hier ganz runter. Jetzt wieder auf 0. Genau, aber mit der 1. Und runter. Boah, man muss das schon echt drauf haben. Bin ja gespannt, ob das nach was ausschaut, also... Mir wäre es einfach lieber gewesen, wenn es den Bilder wie in Rollercoaster Tycoon 3 gäbe, aber dafür halt mit mehr Möglichkeiten. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn es an ein Raster gebunden ist. Hat dann wenigstens Ordnung. Und die Objekte haben gut reingepasst. So. Drück. Aber schau doch mal ordentlich aus, oder? Was ist jetzt Stengel selber konstruiert? So. Und jetzt kann man ja hier direkt mal ein Looping machen. Das ist dann unter... Wie schaut denn der aus? Der schaut ja richtig grausam aus. Ist es denn nicht ernst? Oder schaut er gerade aus? Ich finde nicht... Der schaut doch richtig komisch aus. So schaut doch kein Looping aus. Kannst du noch selber hier verändern, oder was? An der Höhe. Wenn ich jetzt da auf die gelben drücke. Ah, ich kann es selber verändern. Aber das schaut ja mega beknackt aus. Sorry, aber... das ist... Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Looping. So schaut der vorgefertigte Looping aus. Ist es denn in Ernst? Und es geht irgendwie hinten in die Landschaft rein. Ach, weil es noch nicht gebaut ist. Placetrack, ja. Sorry, aber das ist denn in ihr fertiger, vorgefertigter Looping. Haben die noch nie ein Looping gesehen? Kann man jetzt, wenn ich sage, ich will das testen... Ah, jetzt bin ich noch im Modus drin. Egal, ich baue jetzt einfach mal kurz noch hier ein Lift, ein Dings. Entfernen. Ich will diesen Scheiß hier nicht... Ach, das ist vom Looping vorgegeben. Wird hier gern höher. Ah so, jetzt hat. Ja, aber nicht beim Looping. Nur das danach. Oder kann ich die Strecke einfach kurz machen? So, mach's jetzt hier ganz kurz. Sorry, aber den müssen sie deutlich verbessern, finde ich. Das sehe ich jetzt schon. Ist er schräg? Scheiß drauf. Ich will jetzt weiterbauen. Ich klicke einfach mal hier hin. So. Also ich tue mir schon schwer. So, und dann wieder runter. Boah. Dieses Mal die Kamera irgendwo anders. Ich finde, es sollte einfach trotzdem noch die Funktion geben, gerade zu bauen. Wie in Rollercoaster Tycoon 3. In Kombination dann mit sowas, bei warum nicht, wer es dann mag. Und das Raster hätte ich gern überall, wenn ich eine Achterbahn baue. Nicht immer, dass es mitgeht mit der Maus. Und warum, welche Achterbahn hat denn ein Snake-Icon? Sorry, und das hier schaut auch mega beschissen aus. Überhaupt nicht eingedreht. Sowas gibt's in echt so nicht. Und auch hier, wie schaut denn der Looping aus? Und die Kurve danach, das ist ja mega beschissen. Gut.
Vielleicht gibt es auch einfach Tasten, die ich jetzt nicht kenne. Kann natürlich auch sein. Ich habe diese Beta einfach gespielt, ohne irgendwas vorher durchzulesen. Oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Beschreibung gibt. Gibt auch kein Tutorial oder Tasten. Und es ist eine Beta. Aber 10. Dezember ist jetzt auch nicht mehr so lang. Ich habe hier keine Möglichkeit, das noch schneller hinzubauen und dann genug Platz für die Bremsen zu haben. Aber ist mir jetzt auch egal. Dann jetzt einfach noch bremsen bis zum Ende. Ach, es geht noch runter, verdammt. Dann will ich jetzt aber erstmal hier wieder zurück. Und mach den mit 1 ganz runter. Ich kann nicht ganz runter. Ich kann nicht weiter runter als 2 Meter. Naja, scheiß drauf. Da sind jetzt aber keine Bremsen drin, oder? Egal. Also man kann jeden einzelnen verändern. Farben verändern. Gut, gut, gut. Testen. So, testen wir mal. Kann man sich dann auch schon reinhocken? Ah, ich darf nicht draufdrücken, wenn es getestet werden soll. Vielleicht dann erst, wenn es offen ist. Schauen wir mal. Oh, das ist ja mega lahm, den hätte ich noch schneller machen müssen. Aber so grafisch finde ich schon in Ordnung. Für mich ist das völlig ausreichend. Wenn es genug CSOs gibt, genug andere Objekte und so, ist das doch völlig ausreichend. Bäume wären halt noch ein bisschen schöner, wenn es die noch ein besser gibt. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Weil die Achterbahn, ich finde, die taugt schon so, wie sie ausschaut. Doch, auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich viel zu schnell. Mit Sicherheit viel zu schnell. Ja, fährt aber langsam los. Also ich habe das Gefühl, dass das sehr langsam ist. Was zur Hölle? Warum zum Teufel fallen mir die jetzt raus? Das ist euer scheiß vorgefertigtes Looping und jetzt hier gar nicht mehr was. Hä? Das ist euer dummes vorgefertigtes Looping. Ja, dann tue ich es halt raus. Und den Punkt raus. Und den Punkt raus. So. Aber jetzt muss es doch... Also sorry, aber das muss ja wohl klappen oder ist es dann zu schnell. Ich mache jetzt noch was ganz Einfaches. Grüner Punkt. Runter. So. Ah. Hier schaut die Grafik wieder nicht so geil aus. Das ist ein bisschen verpixelt. Kann ich mich nicht reinsetzen, wenn ich es teste? Na, wenn ich teste, kann ich mich nicht reinsetzen. Wenn ich draufklicke, dann kommt dieses Fenster nicht. Oder? Hallo? Komisch. So. Also ich träume ja von einem perfekten Rollercoaster Tycoon, aber ich schätze, es dauert noch ein bisschen. Warum ist jetzt dieses Fenster gekommen? Ich habe nichts gedrückt. Wenn ich es wieder wegmache, dann fährt der Coaster wieder nicht, oder? Doch, fährt noch. Sehr gut. Hä? Weg damit. Ich drück überhaupt nichts. Oh, schön die Stütze durch. Und zu schnell rein, oder? Nee. Hat schon gepasst. So, dann kann ich jetzt ja
bin ich, was für ein Modus bin ich denn da jetzt? Leave Open. Muss wahrscheinlich hier den scheiß Weg bauen. Wie kann ich denn den Kurven machen? Jetzt habe ich irgendeinen Modus gemacht, dass es an dem Raster dran ist. Irgendwie habe ich das... Was habe ich jetzt gedrückt? Jetzt ist es aber wirklich am Raster dran. Ich weiß nicht mehr, was ich gedrückt habe, wenn ich jetzt nochmal neu mache. Ist mir jetzt egal, so. Gott, oh Gott. Ich habe noch das Ding hier mit G. Vielleicht liegt's daran. Ja, am G liegt's. Ah, wenn ich G drück. Am Raster. Sonst ist ganz frei. Aber ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, fahren Sie jetzt auch damit, meine unsichtbaren Leutchen. Anscheinend schon. Hier, das Licht, das schaut schon ganz schön aus. Die Reflektionen. Ich hoffe auch, dass mit Rollercoaster Tycoon World das Forum von Rollercoaster Tycoon World wieder eröffnet wird. Das hat sich ja dann, wir wurden wegen Inaktivität geschlossen, aber da war ich immer aktiv dabei, war eine ziemlich coole Community. Und lustig, dass jetzt das neue Spiel auch Rollercoaster Tycoon World heißt. Ja, ich hoffe, dass es da vielleicht noch bessere Animationen gibt. Ich meine, die Leute schauen ja noch nicht so fertig aus. Sorry, aber wenn das Spiel am 10. Dezember rauskommen soll... Hui, ja. Das ist ein Monat noch. Bin mal gespannt. Lieber nochmal wirklich 3, 4 Monate, 5 Monate drin arbeiten und es richtig gescheit machen. Jetzt will ich aber mitfahren. Warum kann ich denn nicht mitfahren? Jetzt halt. Oh, ist doch eine wunderschöne... Ein wunderschöner Downhill, schöne Kurve. Dauert ein bisschen. Ja, aber wirklich schön ist es nicht geworden. Ah, der Schatten bewegt sich blöd mit. Schön durchs Geländer durch. Ruckelt schon irgendwie so ein bisschen. Also wirklich flüssig war es nicht dadurch, dafür, dass man das jetzt wirklich frei bauen kann. War es jetzt irgendwie die Fahrt nicht so sehr smooth. Fand ich. Aber okay, dann lassen wir das halt mal stehen so. Muss man aber schon noch einiges verbessern, finde ich. Oder man muss sich dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach so ungewohnt. So, mal ein Wooden Coaster. Ja, G. So, natürlich Raster. Und... Bauen wir mal Kolossusartiges Zeugs. So, hier schön hoch. 1 und Shift und hoch. Schade, dass dann die Kamera nicht mitgeht, weil da muss ich jetzt... Wie komme ich denn mit der Kamera dann hoch? So.
Und ich finde, sie sind schon sehr weich. Also mir wäre es lieber, wenn es am Anfang ein bisschen steiler geht und am Ende ein bisschen steiler. Und dafür sonst der Lifthill wirklich gerade. Aber okay. So, jetzt hier um die Kurve rum. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Hey, hey. Und es wäre schön, wenn ich eine Taste hätte, dass ich jetzt einfach hier eine 90-Grad-Kurve baue. Sowas. Und einen Tick runter. So, und jetzt bin ich hier und dann einfach am Raster weiter. Warum springt das jetzt davor? Was soll die Scheiße? So. Und runter. Das ist ja wohl nicht so steil, oder? Warum? Schau mal, meine Maus und mein Raster sind inzwischen oben rechts. Ich muss aber unten bewegen. Wenn ich jetzt... Ich kann nicht mehr näher. Sorry, aber was ist das? Was soll denn das? Also, das ist mega beschissen. Das muss aber wirklich ordentlich verbessert werden. Hier, dass meine Maus da hinten ist. Ich kann es nicht gerade runterbauen. Tut mir leid, aber... Ich komme nicht hin. Nur sowas Gekurftes hier, jetzt habe ich ihn bekommen. Leicht gebogen. Ne? Ja. Ja, das ist nicht so geil. Atari. Ich baue das einfach mal ganz schnell zu Ende. Weil ich sehen will, wie der wird. Wie dann dieser Downhill ist. Und man kann auch Bremsen um die Kurve bauen. Na gut. Alles klar. So, wo ist der Lifthill? Hier. Geschwindigkeit. So, jetzt mal hier schnell hochgehen. Oh, jetzt muss ich es aber auch wieder öffnen, damit es mal, damit er mal fährt. Und man mitfahren kann. Mit einer Lok vorne. Das ist jetzt aber auch kein gewöhnlicher Wooden Coaster. Ich komme gar nicht so schnell mit der Maus hinterher. Was kann man denn hier wenigstens Schönes einstellen? Noch nicht so viel.
Aber das kommt ja alles. Ist das schön, dass man die Bewertungen sieht. Bestimmt auch wieder dann G-Kräfte oder sowas später. Ich bin der Lok. Oh, das sah ja richtig schlimm aus in der Lok. Da würde ich mal einen Platz wechseln. Ein bisschen hinter. Ist schon besser. Es ist die Frage, ob der überhaupt dann losfährt, ohne dass ich Leute reinlasse. Sonst noch was, was ich schnell so lange probieren kann. Was zur Hölle? Mach ich denn? Ich mach doch gar nichts. Ah doch, ich kann hier ein bisschen Hügel machen. Okay, das ist ganz hübsch. Geht's noch ein bisschen schneller? Ah. Ja, okay, das ist wie ein Rollercoaster Tycoon 3. Das ist ganz hübsch. Damit kann man schöne Sachen machen. Auch so leicht uneben, unebene Erhöhungen, das ist ganz schön. Auf jeden Fall. Ah, hier kann ich Bäume pflanzen. Weil das Theming war mir immer das Wichtigste. Ich wurde auch mal im Forum Theming King 2007 oder so, das ist alles richtig lang her. Damit auch die Parks wirklich schön ausschauen, das war mir immer am Wichtigsten. Das Drumherum muss gescheit sein. Hängen die jetzt hier in der Luft, oder? Ah, die fallen. Geben mir jetzt natürlich hier keine Mühe. Der Coaster fährt eh nicht los. Ja. Schön Brunnen. Schöne Fallanimation. Ja, aber so richtig hübsch schaut es irgendwie nicht aus. Aber kann ja noch werden. Ich hoffe. Ich hoffe vor allem, dass sie im Konkurrenzkampf mit Planet Coaster sich wirklich Mühe geben. Was mir an Planet Coaster nicht gefällt, ist, dass es schon so einen ziemlichen Comic-Look hat. Also ich mag es schon sehr, wenn es realistisch wird. Auch hier die Stationen jetzt, die sind ja schon, die schauen ja schon aus wie in echt ungefähr. Das ist schon ganz schön. Kann schon werden. Jetzt hängt es auch schon leicht. Einen fetten Baum. Aber das, wenn es noch hübsch ausschaut, bin ich so zufrieden, was die Möglichkeiten angeht. Erstmal hängen da vielleicht schon rein, ja natürlich. Aber ist möglich, hier zuwachsen zu lassen und der Zug fährt durch. Aber das sind so Sachen, da muss man einfach auch selber drauf achten, finde ich. Dass da kein Baum drin steht oder Stützen. Es wäre auch schön, wenn man Stützen selber bauen könnte. Wie damals mit CSOs in Rollercoaster Tycoon 3. Aber ich schätze, das kommt vielleicht noch, weil das jetzt, sowas darf halt nicht sein. Das darf nicht sein. Wie viele Leute habe ich hier überhaupt? Nicht so viele. Ja, das passt auch so, die Lampen hinstellen. Passt doch alles. Schön schnell Bänke. Immer ganz wichtig und wichtig auch Mülleimer. Später dann mal, wenn mal wirklich Leute reingehen. Doch, ich freue mich schon drauf, dass mal wieder ein Rollercoaster Tycoon kommt. Aber ich hoffe einfach, dass der Coasterbauer besser wird. Der Rest taugt mir schon. Das ist schon alles okay. Es ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Also grafisch. Aber das kann sich alles noch tun. Vor allem die Pflanzen schauen halt irgendwie beknackt aus. Das könnte noch besser werden. Das hier geht sogar. Das hier drüben. Das hier schaut halt scheiße aus. Aber ich weiß es auch nicht. Ich konnte hier leider... Ich kann euch gleich mal noch das Menü zeigen. Es
gibt hier noch nichts zum Einstellen. Ja, schön, dann minimiert das Spiel. Nee, gibt hier noch nichts sonst zum Einstellen. Speichern kann ich's. Und das war's. Gleich mal noch kurz zurück ins Spiel. Ob es noch irgendwas gibt, was man noch ausprobieren muss. Ja, da wird es ja bestimmt wieder eine Vielzahl geben, haben sie auch gesagt, nachträglich noch zum Download und wahrscheinlich dann wieder irgendwelche Add-ons oder so. Und Tunnelbau kommt am Anfang noch nicht, kommt dann erst mit dem Add-on, genauso wie wieder vielleicht Schwimmbäder oder so. Felsen waren auch immer ganz wichtig, wenn man nämlich hier die Felsen so am Rand baut, fand ich das immer sehr schön. Okay, die schauen jetzt alle ein bisschen gleich aus, wäre schön, wenn die vielleicht so ein bisschen unterschiedlich sind und wenn man die auch wieder in Felsen so ein bisschen reinbauen kann. Das ist jetzt hier nicht so, oder? Aber es passt schon. Und wenn man dann dazwischen wieder die Büsche bauen kann, kann das schon wieder alles ganz schön werden, wie ich es in Rollercoaster Tycoon 3 gemacht habe. Ne, da kann ich jetzt nicht drauf bauen. Aber ich wette, da gibt es dann wieder ein paar Modder, dass man da einfach Zeug reinbauen kann. Auch, dass man Schiene in Schiene bauen kann und so für zwei Stationen und dann kommt danach eine Weiche oder so. Das ging ja alles mit Add-ons und Tools in Rollercoaster Tycoon 3. Ich bin gespannt, ob da die Szene wieder das Leben anfängt. Aber dafür muss das Spiel auch erstmal von Anfang an taugen. Und was mir halt jetzt am wenigsten gefällt, ist einfach der Coaster Builder. Da wäre es mir einfach lieb, wenn er wie im Rollercoaster Tycoon 3 ist, mit ein bisschen mehr Möglichkeiten. So frei muss es gar nicht sein und wenn es frei ist, dann muss es einfach gescheit funktionieren. Und sie haben jetzt diese Demo, also die Beta rausgebracht, damit die Leute Achterbahnen bauen, dann muss es aber auch schon zur Beta, finde ich, gescheit funktionieren, weil sonst haben die Leute sofort einen schlechten Eindruck und werden es auch nicht nochmal ausprobieren, aber ich auf jeden Fall, weil ich halt an Rollercoaster Tycoon fest. Es ist meine absoluten Lieblingsspiele von früher. Und wäre doch schön, dass wir das wieder ein bisschen aufleben lassen kann. Ich werde auf jeden Fall vom nächsten Beta-Wochenende, das wurde für Ende November angekündigt, noch ein Video machen und schauen, was sich verbessert hat. Also gerne abonnieren. Und auf jeden Fall, wenn das Spiel rauskommt, auch noch ein paar Videos.